So, das war schon mal nicht informativ. Vielleicht mit der Taschenlampe. Nö. Man könnte jetzt gemein sein und sagen, ich habe es vorhin in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich habe erst auf die Seite geguckt, wo wir wirklich hingucken mussten. Naja, gut, Pete, kann ich dir nochmal helfen? Find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. What about your friends? You think they could be out there? Hopefully we find some sign of them. Rashid knew the area better than anybody. He'd know where to find the parts we need. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Und da ist es. Ihr Schwert, ihre Machete. Das Markenzeichen von ihr. Und einen Wetzstein. So ein Schwert muss natürlich scharf sein. So. Was? Bewege den Mauszeiger schnell hin und her? Müsste ich hier irgendwas machen? Warum macht sie das nicht so, wie ich will? Gute Frage. Ach, weil ich links noch klicken muss. Das ist schlecht angezeigt, aber es ist so, man muss nach links klicken. Dann macht sie hier irgendwas. Und dann macht sie auch das, was man tun soll. Okay. Da fehlte ein bisschen der Tooltip, aber es macht nichts. Sie hat trotzdem das Messer geschärft. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Pete means well, but you know what they say about good intentions. Ich kann es nicht versprechen. I can't make that promise. If someone's in trouble, I'm not gonna just leave them. We can't lose anyone else. Come on, let's get going. Und dennoch habe ich die Vermutung, dass wir die alle hier verlieren werden und sie am Ende nur noch alleine dasteht. Es wäre zumindest serientypisch, denn bisher war es immer so, dass viele, viele Charaktere draufgingen. Und wir wissen ja, sie stößt nachher alleine auf die Gruppe von Rick. Also deswegen... Es wäre logisch, wenn die anderen alle draufgehen oder sie irgendwann die Gruppe verlässt. Sure is quiet out here, huh? Not a sound. Ja, ist doch schön, dass es hier so ruhig ist. Peaceful in a way. Don't you think? Probably a good sign. Trouble usually isn't quiet. I suppose that makes you the exception. You know, something's really been bothering me. I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Oh. Be honest. Sieht gut aus. I want to know. Oh, fuck Oak. What does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. You wouldn't get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. Ja, sie ist immer ernst gewesen. This makes it hard to get to know people. Schon immer. Not much to laugh about these days. Not that it ever stopped you. Being grim about it, does that make it all okay? You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back.
And I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. Is this your way of telling me to get out? Hell no. I'm just glad, is all. Everyone needs someone out here. Can imagine going it alone like you did. Not for that long, anyway. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. Not unless you want to. I wasn't gonna do it. I hope you know that. I didn't know that. Eine kleine Lüge. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Hoppla. Wo kommt er denn her? Oh. Quicksilver-Event. Schon wieder. Ah, nein. So, wie gesagt, ich hoffe, dass ich mich nicht verklicke. Und das ist cool. Das gefällt mir. Es hat ein bisschen was von Fluch der Karibik. Sie kommen aus dem Wasser. Na, Gott sei Dank haben wir das Schwert geschärft. Nein! So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen klicken. Wahrscheinlich muss ich gleich E drücken. Ja. Und wieder das Q. Ich finde, das ist irgendwie falsch rum. Ich will immer E drücken, wenn Q kommt und umgekehrt. Ich habe mir jetzt die Tastaturbelegung nicht angesehen, ob man das ändern kann. Aber wenn ja, muss ich das, glaube ich, mal in einer Aufnahmepause irgendwann machen. Ja, ja, ich beeil mich, ich beeil mich. Ich bin nicht so schnell. I guess I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Jesus. Thanks for having my back. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. Na, Gott sei Dank kommen die hier nicht raus aus dem Wasser. Leitern klettern oder sowas können die leider nicht. I don't like this. Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking crows. Ja, vielleicht ist ja jemand drin. Could be in there somewhere. Yeah. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Looks abandoned. Doesn't mean it is, though. Suchen wir nach deinen Freunden. Let's see if we can find your friends. Doesn't look like anyone's here anymore. But maybe we'll find something inside. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Was für eine Frage. Ganz ehrlich, mir gefällt's nicht, dass da unten ganz viele Walker rumlaufen. Und wie ich ja schon andeutete gerade in der Zwischensequenz, Gott sei Dank kommen die nicht aus dem Wasser. Das fand ich schon immer so unlogisch, auch in anderen Zombie-Teilen. Warum benutzen die keine Leitern? Ja, es sind doch eigentlich Menschen, aber gut, angeblich sind die ja zu doof jetzt. Was soll's. Ich gucke mir die trotzdem mal ganz kurz an. Aber hier, also hier muss ich mal sagen, mir fällt richtig auf, die haben doch gerade versucht, die beiden anzugreifen. Warum sind die jetzt so desinteressiert an den beiden? Die müssten die doch entweder sehen, riechen oder... Also der hat sich doch direkt gerade umgedreht. Sie stand doch im Blickfeld. Also das ist ein bisschen... Bisschen unlogisch. Gerade das haben sie in den anderen Teilen besser gemacht gehabt.
Aber gut. Wir haben auf jeden Fall ein riesiges Schiff, eine Fähre. Ich gucke mir mal ganz kurz die Antenne an. There's an antenna up there. Might be the signal we picked up. She might still be inside. Da fehlte die deutsche Übersetzung, aber es war genau das, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe. Eventuell kam die Nachricht von hier. Ne? Mal gucken. Was? Geschweißte Platte? This patch has been welded on. This is fresh work. So, das ist frisch gearbeitet gewesen und den Schneidbrenner haben wir in der Übersetzung einfach mal dazu gepackt. Und ein gemalter Name, Mobjack. Klingt nett. The Mobjack. Was auch immer mir der Name sagen will. Dann haben wir hier ein Fenster. Wir haben eine Stütze. Someone took a lot of care to keep this ferry from listing. Wonder where they are. Das ist eine gute Frage und vor allem, leben sie noch oder sind sie auch solche Walker wie die gerade im Wasser? Wenn das genauso eine Walker sind, dann... Oh, oh, ich habe einen Arm gefunden. Kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Ja, das lassen wir mal lieber unkommentiert. Kann ich verstehen. Ich möchte eigentlich nicht wirklich gleich ins Fenster springen, aber ich gucke mal trotzdem mal ganz kurz, was sie da macht, wenn man es untersucht. Ja, das gefällt mir nicht. Ich denke, ich nehme die Leiter. We could get to the upper deck this way. This thing doesn't fall apart. Wir werden die Leiter nehmen. Ganz ehrlich, ich nehme die Leiter, auch wenn ich damit die Vögel aufschrecke und eventuell die Walker anziehe, aber das ist mir sicherer, als ob ich durch das dunkle Fenster springe, nicht weiß, was dahinter ist, plötzlich kommen 4, 5 Walker auf mich zu und wir kommen da nicht mehr raus. Also nein, wir gehen den sicheren Weg, wir klettern die Leiter hoch. Alright. Let's hope this thing holds. Come on. Wenn es nicht hält, werden wir es gleich merken. Thanks. Okay, jetzt haben uns die Walker doch gefunden. Mann, der braucht aber lange. Ja, ich rette ihn doch, ich rette ihn. Los, komm. Na, geht doch. Das war Nummer 3, ne? Jetzt haben wir ihm dreimal das Leben gerettet. Seems like this place was someone's home for a while. Do you think your friends came through here? It's hard to be sure. We should look around. Okay, und wir können uns wieder umsehen. Ich überlege gerade, ich glaube, so viel Umsehen war in Season 2 von The Walking Dead jetzt nicht drin, ne? Also hier von Telltale. Ich rede immer vom Telltale-Spiel, nicht von der Fernsehserie. So oft musste man sich da, glaube ich, nicht umsehen. Es war ja auch einer der größten Kritikpunkte, dass man da zu viel hintereinander Cutscene hatte. Deswegen haben sie anscheinend jetzt hier viel mehr Interaktion, wobei Interaktion ist jetzt auch nicht so extrem, weil wir gucken uns immer nur ganz kleine Gebiete an. Und Michonne, es hat nun mal die Eigenart, nicht so viel zu erzählen, selbst wenn sie sich was ansieht. Aber okay, hier ist eine Karte. Und zwar vom Schiff. Maybe we'll find something down there. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always. Ach ja, sie hatte ja eine Schwäche für Schokoriegel. Ich kann mich ja wieder dran erinnern. Die mochten ihre Kinder so gerne oder so. Na gut. Ein Schrank. Huch, komm. Here we go.
ja, hier geht's und sie macht nichts, es sei denn, ich klicke auf Öffnen. Nothing but a hunk of old metal. Okay, aber wir haben hier zumindest ein Metallstück. Rebar. Eine Metallstange, um genau zu sein. Und die kann ich natürlich auch mitnehmen. Die werde ich also gleich brauchen für irgendwas. Wahrscheinlich muss ich die Tür aufhebeln oder so. Wir gucken uns mal die Tür an. Na? Manchmal macht sie das nicht, was man anklickt, weil dann steht sie anscheinend an der falschen Stelle. So, als ob sie da den Weg nicht finden würde. Aber okay. Und? Locked. Ich hab's vermutet. Ich hab's gesagt. Habe ich es nicht gesagt? Wir müssen irgendwas aufbrechen. Okay, aufbrechen ist es nicht. Aber wir benutzen die Stange, um die Tür zu entriegeln. Nice. Oder wir brechen halt das Fenster auf. Auch egal. Gut. Ich sehe hier... Sehe ich überhaupt was außer... Ein Vogel, ein Rahmen. Dem geht's auf jeden Fall gut. Der sitzt da oben. Ja, nichts zu sehen, keine Gefahr. Wir können einfach rein. I don't see anything. Doesn't mean there's nothing there, though. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? One of us has to do it, right? Ich mach ja schon. I mean, I'm sure we'd hear something if anything was on the other side. I'll do it. Well, here goes nothing. Be careful. Ich hoffe, das ist keine blöde Idee. Spannend. Und? Zumindest wollte da wohl jemand raus. Oder? Er ist noch... Need some help, Pete. Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob er wirklich tot ist. Ihr wisst, wie ich das meine. Okay, also los. Komm. Mit viel Kraft. Und. Na los. Oh, ja. Geht doch. Come on. Okay, das Blut zeigt schon, dass das nicht gut ist, was uns auf der anderen Seite erwartet. Gar nicht gut. Ich bin schon gespannt. Und? What happened here? Oh God. These aren't your friends. No, no. Okay, das sind nicht seine Freunde. Wonder what happened to them. Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssten die sich doch verwandeln, wenn sie tot sind. Es sei denn, sie wurden von irgendjemandem gefangen genommen und dann fachmännisch exekutiert. Also das Gehirn, dass das beschädigt worden ist, sodass sie sich nicht verwandeln konnten. Aber wer sollte sowas tun? Und warum? Their wrists are zip-tied. They couldn't fight back. Ja, Schusswunde in den Kopf. Sie konnten sich nicht verwandeln. Aber warum sollte man sie so hinrichten? Beziehungsweise... Ja, vielleicht gab es ja einen Grund. Aber der einzigste Grund, warum man jemanden erschießen sollte, so... Einfach ohne Grund, sage ich jetzt mal, wäre, wenn er vorher gebissen worden ist und sich demnächst verwandeln würde. Aber dann müsste man ihn doch nicht mehr fesseln. Also, ich bin ein bisschen überfragt, was hier gerade passiert ist.